Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir die Geschichte hier in Irland abgeschlossen. Das heißt, wir haben das erste DLC Zorn der Druiden durchgespielt. Und jetzt könnten wir eigentlich zurück nach Engerland reisen, aber wir haben doch noch ein bisschen was hier in Irland zu tun. Und deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um diese Aufgaben. Zum einen wären das ja natürlich noch die übrigen Schätze hier in Ulett. Die müssen wir noch alle einsammeln, damit wir auch dieses Gebiet zu 100% abgeschlossen haben und auch noch die zwei Sachen hier in Miede. Dann möchte ich noch alle Handelsposten vollständig ausbauen. Den hier haben wir noch gar nicht ausgebaut. Deswegen haben wir auch so wenig Schriftstücke gehabt, sehe ich gerade. Das sollten wir jetzt auf jeden Fall als erstes tun für den maximalen Wert. Und danach, glaube ich, können wir uns auch um den Orden kümmern, beziehungsweise um die Kinder der Danu. Auch da sind noch ein paar offen. Und wenn wir das alles dann erledigt haben, bauen wir noch Düflin weiter aus, beziehungsweise es ist ja schon auf der höchsten Stufe, aber wir können noch die übrigen Aufträge bei Azar eintauschen. Und dann haben wir es erst geschafft hier in Irland und können dann wieder zurück nach England. Das heißt, ein bisschen, wie gesagt, gibt es noch zu erledigen, aber ich denke, hier in dieser Folge werden wir noch gut vorankommen. Deswegen starten wir auch gleich mal hier unten und bauen den Handelsposten erstmal aus. Das heißt, wahrscheinlich haben wir noch diese und die nächste Folge hier in Irland. Wow, 1290 Handelspostenmaterial. Und dann freue ich mich auch schon auf das Festival, das wir dann spielen können, wenn wir zurückkehren nach Englerland. Das wird sicher sehr cool. So, was haben wir noch da drüben? Sehr schön, dann haben wir hier auch alles abgeschlossen. Moment, Rathoin war ja schon vollständig ausgebaut, das hier unten auch, aber das hier oben noch nicht. Ich finde es auch gut, dass wir hier die ganzen Bitten der Könige gar nicht farmen mussten, um an die Menge an ja, Handelspostmaterial und auch an Handwerksmaterialien zu kommen. Solange man nämlich einfach alles mitnimmt, dann hat man auch immer genug von allem. Und passiv gibt es ja auch immer ein gutes Einkommen. Ja, wobei wir die Handelspostenmaterialien jetzt doch sehr gut ausgeben. Hier oben gibt es noch ein bisschen was, das haben wir vollständig ausgebaut und das da drüben auch. Dann könnte es tatsächlich schon reichen, weil es ist ja nur noch das hier offen in Amleibshafen. Und damit müssten wir das Handelspostennetz hier in Irland komplett ausgebaut haben. Das ist richtig gut. Das heißt, für unser letztes Abenteuer kriegen wir dann doch noch ein paar der Ressourcen. Das heißt, ich würde hier oben jetzt
bei dem Aussichtspunkt starten und dann fangen wir hier an, nehmen das Artefakt mit, überfallen das Kloster und schnappen uns die übrigen Schätze. So, das Artefakt ist gleich irgendwo da hinten bei den Klippen. Schauen wir mal, was es diesmal ist. Vielleicht brauchen wir tatsächlich noch so eine Maske. Oder es könnte eine Schatzortkarte sein. Oder ein verfluchter Ort. Davon gab es ja auch noch genug hier in Irland. Ja, wir können auch ein bisschen über das Ende jetzt von der Geschichte reden. Oh je, nachdem wir natürlich hier uns um den Lux gekümmert haben. Ich hatte ja schon die Befürchtung, dass wir irgendwie gegen Kira kämpfen müssen oder dass sie dann der Antagonist wird. Hat man aber trotzdem meiner Meinung nach gut eingeleitet und war auch jetzt nicht so extrem oder ja, so ein äußerst trauriges Ende oder ein schlechtes Ende, wie ich finde. Gerade mit unserer Entscheidung, sie am Leben zu lassen, lief dann alles doch noch sehr, sehr gut, wie ich finde. Und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Also es war glaubwürdig. Ah, es ist eine Maske, ja. Es war glaubwürdig, wenn auch ein bisschen zu schnell, fand ich, von der Entwicklung. Aber ich weiß auch nicht genau, wie krass so eine Inquisition ist, wenn Flansinner und die ganzen Könige von Irland die einberufen. Also ob sie wirklich dann auch Kira irgendwie verletzt hätten, das kann ich nicht sagen. Aber dennoch ist es verständlich, dass sie so aufgebracht war, finde ich. Und auch, wie gesagt, gut, wie wir das gemeistert haben. Cormac Caic, Sohn des Colpre Mac Nail, starb 495, seine Taten und vergessen. Was waren denn seine Taten? Das haben sie natürlich hier nicht festgehalten, von dem her weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber okay, dann einmal rüber zu dem Kloster dort. Schauen wir, dass wir da noch ein paar Materialien plündern, wobei wir sie eigentlich nicht mehr brauchen. Aber hey, ich glaube, wir haben es bisher immer so gehandhabt, auch in Gebieten oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob das in Grantabrik auch so war, dass wir uns zwar immer verbündet haben mit irgendeiner Person, aber dann am Ende doch noch in dem Gebiet geplündert haben. Das ergibt meiner Meinung nach wenig Sinn, aber wir möchten ja schließlich alles mitnehmen und das Gebiet auch zu 100% abschließen, deswegen muss das sein. Ich bin nochmal gespannt, wenn wir bald in Frankreich sind, ob wir dann auch irgendwie ein besonderes Reittier bekommen, das wir dann dort in dem Gebiet nutzen können und gerade auch wie das Gebiet wohl aufgebaut ist und was da dann für eine Geschichte abläuft oder passiert. Darauf freue ich mich schon. Und natürlich auf das zweite Einhandschwert. Ich glaube, das gibt es dort nämlich. So wie es hier die Sicheln gab. Das ist aber ein interessantes kleines Kloster. Sieht fast schon aus wie ein kleines Dorf. Mit diesem komischen Turm dort hinten. Ich sollte mich vermummen. Ja, machen wir das mal wieder auf Assassin's Creed Style. Oh. Ja, so natürlich nicht. Wow, wie stark. Ich bring dich um. Ich weiß nicht, du brennst mir ein bisschen viel. Die haben sich da auch irgendwie alle versammelt. Na, na, so nicht. So, Vorsicht, meine Bewohner. Oh.
Gut, dass wir die nicht erwischt haben. Meine Güte, kann man da schnell mit allen aufräumen. Da läuft noch einer. Die haben auch überall Feuer platziert, also sie sind schon ein bisschen selbst schuld. Gemeinsam! Oh, man muss auch den Pfeil ausrüsten. Das kostet dein Leben! Na? Ach, ich habe kein Adrenalin. Dein Schicksal wartet schon. Daran liegt das. Einen Moment. Wir lassen uns nicht beirren. Gott verfluche dich. Oh, der ist aber von selbst ins Feuer gelaufen. Gut, dann ist hier schon alles geplündert. Die haben, einen Hinweis für uns. Sehr, sehr schön. Ja, dann können wir, glaube ich, jetzt schon die anderen rufen. In die Schlacht! Und hier dann erstmal die große Truhe plündern. Hier gibt es viel zu plündern. So, dort im Haus ist noch was und irgendwo ist auch noch ein Ausrüstungsteil. Eine reiche Ernte. Hey, komm mal kurz her. Genau, noch mehr Handelspostenmaterial. So, nur noch 5 Sachen hier in Ulet. 2 davon sind gleich hier im Kloster. Ich glaube, irgendwo da oben in der Kirche. Ja, da hinten sieht man es funkeln. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Oh, müssen wir das irgendwie aufschießen? Ach ja, das ist ja leicht. Ranghild wartet hier auch schon. Und damit haben wir auch den druidischen Helm. Ach, das ist der Helm, den der krasse Berserker auch immer trägt. Oh, stimmt, den haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Dann die letzte Truhe hier noch mit. Ich brauche Hilfe! Und dann haben wir auch das Kloster sehr schnell geplündert. Wir haben einen rechteckigen Stein gelootet. Schade, dass man die nicht irgendwie bei den Steinmännchen dann zücken kann, um sich noch eine kleine Hilfe zu geben oder so. Dann ist hier unten noch das letzte Artefakt und da am Fluss gibt es auch eine Kleinigkeit. Ja, drehen wir die Runde mal hier so nach unten. Also ein bisschen südwärts. Ach, das sind noch ein paar am Kämpfen, okay. Das kriegen die schon hin. Ja!
So, und was ist das hier für ein Turm? Ah, das ist wieder so eine irische Saga. Oh, können wir hier nicht hochklettern? Doch. Wahrscheinlich gibt es hier dann auch wieder einen Hinweis für eines der Mitglieder der Kinder der Danu. Eine Erzählung zu Kukulin. Vergesst nicht Kukulin, Sohn des Luch, Tier von Ulet, Bezwinger der feigen Kornachta. Gedenkt seines Kampfes gegen das ungeheuerlich entstellte Heer der Königin Met über viele Monde. Nehmt euch in Acht vor dem Gaybolg, dem Speer, der seinen Sohn durchbohrte, seinem Schild und der Rüstung, die dieses Blut tranken. Wer auf sie in der Schlacht trifft, ist verloren. Ja, das ist so cool, dass man so viel über diesen irischen Helden hört. Da unten ist auch noch irgendwas. Also irgendjemand hat mit denen hier aufgeräumt. Wahrscheinlich waren das aber auch die Kinder der Danu. Okay, und dann sind die letzten Schätze da drüben. Oh, das sieht so schön aus gerade mit dem Sonnenaufgang. Und wie Sünen da oben immer fliegt. Es ist einfach unfassbar, dass wir mittlerweile schon über 200 Folgen aufgenommen haben und dass es noch immer ein bisschen weitergeht. Ein richtiges langes Abenteuer. Und wir spielen jetzt auch schon über ein Jahr. Ich glaube, irgendwann letztes Jahr am 17. November oder so um den Dreh rum kam Assassin's Creed Valhalla raus. Also so lange habe ich auch noch nie an einem Singleplayer-Spiel gesessen. Das ist echt heftig. Wir werden sofort angreifen. Hinten schlafen alle. Hopp. Das wäre cool gewesen, hätten wir den im Flug noch erwischt. Aber die wachen gar nicht auf. Oh. Doch, jetzt sind sie wach. Aber trotzdem kurzer Prozess. Und hier ist auch noch ein Brief. Zeugnis eines Düfflinners. Meine Mutter kam aus den alten Landen, die Frucht ihres Leibes reif. Ich wurde im Bug eines Bootes geboren und schrie Thors Namen, bevor ich Worte hatte. Es kamen viele unseres Volkes und noch mehr Volk nach in Thorgests Königreich Düfflin. Ah, okay, das sind Thorgests Leute gewesen. Dies ist mein Heim. Ich verdiene, was ich kann und nehme, was ich brauche. Ich brauche nicht den Anblick großer Heere im fernen Sachsenland. Ich sah sie von dieser Küste aus vorbeisegeln. Warum einem gelobten Land hinterherjagen, wenn es kein grüneres gibt? Oh, und auch hier wieder eine große Truhe. Dann brauchen wir wieder unsere Leute. Heute nähren wir uns. Hier lohnt es sich zu plündern. Ich brauche hier mal Hilfe. Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Kurz einmal loopen. Und schon sind es nur noch zwei Schätze in Ulet.
Ach, die Musik könnte ruhig ein bisschen länger laufen. Mir gefällt das immer sehr gut. Und der steht auch noch vor einer Kiste. Vielen Dank. Guter Hinweis. Und dann einmal hier rüber und dann nach da unten. Das ist eine weite Strecke. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich dann beim Looten. Oh, schöne kleine Ruine hier oben. Das sieht hier auch richtig schön aus. Was sieht man da drüben? Das ist wahrscheinlich Amar, oder? Ja. Oder dieser Ort. Ich kann es gerade nicht ausmachen. Ich glaube aber, wir schauen rüber auf Amar, genau. Das ist nämlich der kleine Hof da hinten, den wir markiert haben. Da wurden auch wieder Leute aufgehängt. Die Wölfe streifen hier schon rum. Ach, das waren noch nicht alle. Echt gut, dass man jetzt von Garm ausschießen kann, beziehungsweise von den Reittieren. So ist man wenigstens noch gut mobil. Ach, mit einem Fertigkeitsbuch. Irischer Wolfshund, der hat jetzt auch eine neue Stufe. Und der bleibt jetzt wahrscheinlich auch länger bestehen. Ja. Yep. Genau wie bei Hulfi. Wieder ein kleiner Opal für uns. Da müssen wir mal gucken, ob wir bei Reda was holen können. Weil bisher haben wir so viele gelootet, auch viele durch die Festivals bekommen und die noch nicht einmal gebraucht. Es gibt hier irgendwie diesen Helix-Store, wo man sich sozusagen neue Waffen oder ja, Skins kaufen kann oder ähnliches. Finde ich für einen Singleplayer immer ein bisschen übertrieben. Weil wozu braucht man das wirklich, außer dass ja, man irgendwie unpassende Items bekommt. Irgendwie, ich glaube, so Militärsachen kann man sich auch holen. Also Dinge, die gar nicht reinpassen würden ins Setting. Sowas gefällt mir immer wenig, weil ich finde immer, je besser das reinpasst in das Spiel, oder je schöner das aussieht, ja, desto besser für das allgemeine Setting. Aber wie dem auch sei, wenn man sich die Dinger immerhin durch die Opale, die man findet, holen kann, zumindest die, die gut aussehen, könnte man ja mal schauen, was es so gibt. Eine Jägerrune. Aha. Und was ist hier hinter dem Hügel? Das sah auch sehr interessant aus. Ist das ein kaputter Turm dort? Sieht auf jeden Fall cool aus. Oh, und da ist ein Hafen. Den können wir als Schnellreisepunkt freischalten, beziehungsweise eine Anlegestelle. Ein richtiger Hafen ist das ja, glaube ich, nicht. P
per Definition. Dazu müsste der, glaube ich, ein bisschen größer sein. Wieder was zum Aufspringen. Und da oben hat auch irgendwas geleuchtet. So, das ist irgendwo da unten. Ich würde jetzt aber schon mal den Weg aufschießen. Das klingt immer so kraftvoll. Evo hier durch den Spalt durch? Ne, wir müssen hochklettern. Sehr akrobatisch. Gut gemacht. Dann haben wir noch einen Tungstenbarren und damit auch Ulett zu 100% abgeschlossen. Und das viel wertvollere Titan. Sehr schön. Dann hole ich noch schnell die kleinen Truhen. Die haben wir übersehen und dann können wir uns, glaube ich, noch mit ein paar Mitgliedern der Kinder der Danu anlegen. Das sollte in der Folge dann noch drin sein. Sehr gut, dann haben wir hier auch alles geplündert und es gibt hier auch wieder einen kleinen Brief. Auszug aus der Geschichte des Njal der neuen Geißeln. Die fünfte und damit letzte Figur gab Njal an Logairne den Reulosen, welcher sie seinem Sohn Lugait vermachte, bevor ihn der Fluch des Bischofs niederstreckte. Okay, welche Figur? Ich kann mich gerade nicht erinnern, etwas darüber gelesen zu haben. Aber schön, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Jagd. Ein paar Ordensmitglieder gibt es ja noch und dann können wir dem Flansinner und auch Siegfried ein sauberes Irland hinterlassen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Reh an. Untersuche den Handelsposten Admil in Ost-Ulet in Lochbergs Osten. Dann schauen wir mal, wo das ist. Also wir sind ja schon hier. Das ist der Handelsposten. Dann gucken wir mal, was wir da finden. Also irgendwo hier soll es den Hinweis geben. Wahrscheinlich hier außerhalb. Bei diesem Karren. Da liegt was. Ja. Uaidri von den Häfen. Okay, man trifft ihn bei Nötigen von Dorfleuten am nördlichen Ufer des Sees von Ulet, an der Anlegestelle von Inis Loch. Schauen wir mal, wo das ist und warum er die Leute hier nötigt. Gleich hier unten. Sehr praktisch. Die Anlegestelle kennen wir auch, da haben wir schon einmal aufgeräumt. Dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Das heißt dann wohl, dass wir bei unserem letzten Besuch dort ihn übersehen haben. Aber diesen Fehler korrigieren wir einmal ganz schnell. Was haben wir denn da?
Und das war's auch schon mit dem Reh. Da hinten wurde auch ein Spieler getötet. Oh, und wieder so ein schöner Regenbogen. Ja, stimmt. Das mit dem Kobold hat leider nicht ganz geklappt. Also von denen haben wir noch keine gefunden. Aber es geht weiter mit der Flamme. Untersuche die Grabstätte beim Wasserfall in Beilener Gnall. Okay. Das war Südosten von Ulet. Da waren wir ja gerade eben, glaube ich. Reisen wir einmal schnell zurück und schauen uns mal nach dem Hinweis um. Oh, die Wölfe sind wieder da. Na, warte. Wow. So, wo ist der Hinweis? Leuchtet hier irgendwas? Er scheint auf jeden Fall gut versteckt zu sein. Ein Wolf ist noch unterwegs. Ach ja, da oben beim Wasserfall. Was haben wir denn hier? Untersuche verbrannte Häuser zwischen Schwarzschweindeich und Klocher in Südolet. Okay, wo ist das denn gewesen? Klocher ist hier drüben. Und der andere Ort, der beschrieben wurde? Das könnte hier gewesen sein, wo wir gegen Schwarzmut gekämpft haben. Also diesem riesigen Eber. Irgendwo hier dazwischen. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Ja, hier gibt es tatsächlich verbrannte Häuser. Dann finden wir hier auch sicher unseren Hinweis. Da ist er auch schon. Damit ist Conlet von den Bränden die Flamme. Und wo befindet er sich? Man trifft ihn beim Niederbrennen von Feldern und Häusern nördlich vom Schwarzschweindeich. Das heißt, er ist sogar direkt hier. Der läuft da draußen rum. Das passt uns ja sehr gut. Das war's mit ihm. Und mit seinem Hund auch. Sehr schön. Dann haben wir doch noch viel geschafft in dieser Folge. Oh, da oben sieht man Kaschelbier noch auf den imposanten Klippen.
Ja, sehr schön. Dann würde ich auch schon sagen, machen wir hier einfach in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.